Professor Dr. Joachim Theiss von der Universität der Theologischen Fakultät in Trier. Sie sind dran, gerade ein Forschungsprojekt voranzubringen und machen Umfragen zu Religionslehrerinnen und Lehrern. Vielleicht sagen Sie selber was dazu und erläutern ein bisschen, worum es Ihnen dabei geht. Ja, also unsere Frage ist, wie erleben sich Religionslehrer heute in der Schule? Wie ist ihre Selbstwahrnehmung? Wie beschreiben Sie Ihr Lehrerdasein als Religionslehrer in unseren Schulsystemen selbst? Und wir wollen über diese Schiene versuchen, ein Stückchenweise näher an die Arbeit der Religionslehrer heranzukommen, ihre Situation genauer kennenzulernen. Ja. Auf der Projektseite, man sieht es im Internet, situation-rl.uni-trier.de, haben Sie so die Fragestellung ein bisschen beschrieben? Es geht zum einen um diesen Spagat zwischen Kirche und Staat, den die Religionslehrer ausgesetzt sind, und zum anderen auch um die Veränderung in der Bildungslandschaft hin zu einem stärkeren Kompetenzerwerb. Inwiefern nimmt das Ihre Forschung nochmal auf? Gerade die Veränderung in der Bildungslandschaft hat ja dazu geführt, dass sehr viele Projekte gestartet wurden. Wie sieht die Situation der Schülerinnen und Schüler aus? Wie sind die Unterrichtskonzepte auf die Kompetenzorientierung hin weiter zu bedenken, weiter zu führen? Und unserer Meinung nach wurde ein wichtiger Aspekt des Unterrichtsgeschehens außen vor gelassen, nämlich der Religionslehrer. Der Religionslehrer, der ist oft eingebunden auf der einen Seite in die kirchliche Arbeit, auf Blick auf die Anforderungen, die die Kirchen an die Religionslehrer stellen. Auf der anderen Seite sind die meisten Religionslehrer auch an öffentlichen Schulen tätig. Das heißt, auch von dem Staat her, von den Eltern her, werden enorme Erwartungen auch an Religionslehrer gestellt. Und unsere Beobachtung war, dass die Religionslehrer da sehr häufig allein gelassen werden und dass man bei aller Veränderung der Konzepte zu wenig geguckt hat, was passiert eigentlich beim Religionslehrer selbst, der mit dem Religionslehrer steht und fällt der Religionsunterricht. Und da geht es uns halt darum, genauer hinzuschauen, welche Schwierigkeiten entstehen auf der einen Seite durch die Erwartungen, die die Kirche an die Religionslehrer stellt, welche Schwierigkeiten und Probleme wachsen aus den Rollenanforderungen, die vom Staat her an den Religionslehrer gestellt werden, welche Probleme und Schwierigkeiten nehmen die Religionslehrer selbst wahr im Blick auf ihre Schülerinnen und Schüler. Daraus können wir dann später, je nachdem wie die Ergebnisse ausschauen, uns überlegen, was müssen wir tun in der Ausbildung für die Religionslehrer und die Religionslehrerin? Was ist an den Rahmenbedingungen zu tun, die in den Schulen für die Religionslehrerinnen und Religionslehrer da sind? Ist das jetzt das erste Forschungsabend, das sich mit Religionslehrerinnen und Lehrern beschäftigt? Oder bauen Sie schon auf irgendwelche Forschungen auf? Gibt es vielleicht auch schon erste Ideen, Erkenntnisse, Spuren, die Sie verfolgen? Es gab immer schon Untersuchungen, die sich mit den Religionslehrern beschäftigt haben, aber in den letzten Jahren scheint mir, sind die Lehrer überhaupt aus dem Fokus der Untersuchungen rausgerutscht. Und wir haben auch eine neue oder eine andere Form der Untersuchung gewählt, dass wir also übers Internet an die Lehrerinnen und Lehrer herantreten und zunächst einmal nicht theoriegeleitet einen Fragebogen erstellt haben, sondern die Religionslehrer bitten, uns ihre eigene Selbstwahrnehmung zu beschreiben. Biografisch möchten wir an das Thema herangehen, um von dort her aus der Selbstbeschreibung, der Selbstwahrnehmung der Religionslehrerinnen und Religionslehrer eine weitere hypothesengeleitete und empirische Untersuchung dann durchführen zu können. Entschuldigung? Insofern beginnt ja auch unsere
empirische Untersuchungen mit der Bitte, zunächst einmal aufzuschreiben, was die Lehrer selbst empfinden, wie sie ihre Situation beschreiben, wie sie sie wahrnehmen, welche Konflikte sie sehen, welche Probleme sie sehen, wie sie den Schülerinnen und Schülern begegnen, wie sie die Schule als System erfahren. Das interessiert uns alles. Ich kann also als Religionslehrer jetzt auf Ihre Seite gehen, da eintragen und einfach mal schildern, diese ganzen Perspektiven, die Sie gerade gesagt haben. Im Zentrum steht der Lehrer selbst und seine Wahrnehmung. Muss ich da meinen Namen angeben oder kann ich das auch anonym machen? Das sollten Sie zunächst mal anonym machen. Es geht also wir möchten eigentlich nicht unbedingt da die Selbstwahrnehmung und die Selbstauskunft der Lehrer zurückverfolgen können. Das gehört zu den ethischen Prinzipien einer empirischen Untersuchung. Und wann kann man eventuell die ersten Aussagen auch von Kolleginnen und Kollegen, die sich dort eintragen, mal nachlesen bei Ihnen auf der Internetseite? Wann gibt es da erste Veröffentlichungen? Wir hoffen, dass wir früher im nächsten Jahre, dass wir da die ersten Ergebnisse veröffentlichen können. Frühjahr 2012. Ja, Frühjahr 2012. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg mit der Forschung. Wir werden natürlich auch wieder darüber berichten und wir blenden nochmal die Internetadresse hier ein, unter der man sich eintragen kann und daran teilnehmen. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn viele Religionslehrerinnen und Religionslehrer an der Untersuchung teilnehmen werden. Vielen Dank. Danke auch.